Ja, wie gesagt, einfach da ins Foto machen, das ist meine Visitenkarte. Du bist der große Buttonman, oder wie? Ich habe jetzt mir den Künstlernamen Button Prince vergeben. Button Prince, genau, ja, wunderbar. Oft habe ich es bei Button King, aber dann passt das ganz gut. Rosen kriegt man auch bei dir, Sirgi, gerade, ha? Genau, ja, Roman, kaufen wir mal ja Rosen. Aha. Was haben wir denn dann noch alles dabei? Ja, Rosen und Button, das ist die Kombo. Cool, Herst, dann machen wir gleich mal Werbung für dich. Ja. Super, danke. Und so haben die Grazer. Ja, ja. Mit den Preiseinordnung, wenn ich drauf bin? Ja, sicher, klar. Das ist alles offiziell. Das ist alles patentiert von den Buttons. Alles, alles offiziell. So, da ist er schon. Polizist innen will ich gerne haben. Ja. Den einen nur? Ja, ja. Jetzt kriege ich bitte 5 Euro. Schau. Ja, passt. Das ist eine gute Idee. Mit Polizisten die Hosen mit. Und für uns die Button. Genau. Was drei dürfen Sie da nehmen für einen Zehner? Was 3 für 10? Was gibt 1 für 10? Wir haben noch 4,50 Euro. Das passt aber. Geht das? Dankeschön. Danke, sehr nett. Kann man immer brauchen. Wenn du da meinen Kontakt hast, fotografiert, falls du noch mehr brauchst oder Werbung machen willst, war super. Jetzt habe ich noch nicht, ich habe nur das fotografiert. Siehst du das Gelbe, gell? Ja, noch nichts. Den Hall. Danke für deinen Einsatz, bist ein sehr wichtiges Zahnrädchen in diesem Getriebe. Danke, gell? Was ist ein wichtiges Statement, was loswerden möchte jetzt? Im Prinzip schon, ja. Naja? Dass ich hoffe, und jetzt wird es ein bisschen skurril, dass wir gerade Zeuge werden von einer riesen Watschen, einer riesen Lektion vom Herrn Gates, dass er einfach nur eins will, dass man sein Werkzeug richtig einsetzt, den Computer, den er uns gegeben hat, und dass dieser positive, unter Anführungszeichen, Verschwörungstheorie ist. Und auf das hoffe, weil anders ist das alles nicht mehr zum Erklären. Ja? Und natürlich jetzt im Kleineren gedacht, einfach das, dass Lockdowns und Impfungen keine langfristig akzeptablen Lösungen sind. Das ist also auf Österreich bezogen. Wie gesagt, das eine ist ein bisschen positive Prophezeiung hoffentlich, und das andere ist halt, sage ich mal, realitätsnah. Können wir vielleicht als Chance mal nutzen jetzt. Genau, ja. Gell? Also ich hoffe auf die eine Geschichte. Die Krise als Chance. Genau, nein, das ist sowieso immer. Mhm. Jede Krise ist eine Chance, ist ja da viel Gutes gegeben, aber es läuft leider sehr viel schlecht. Gell? Danke für deinen Einsatz. Bitte, gerne, danke. Ich bin der Thomas. Ich bin der Roman von Krypto TV. Okay, schickst du mir mal den Kontakt, oder?